So, Facebook. Und das Einzige, was heute wirklich gefährlicher in Paris ist, sind die Treppen. Im Gegensatz zu meinen Kollegen von RTL, die jetzt rumlaufen und überall Bomben zeugen und panisch rennende Menschen, gibt's nicht. Sogar Sonnenschein in Paris. Das wollte ich euch mal zeigen. Und das Einzige, was wirklich gefährlich ist, jetzt hier runterzufahren. Für Gold, um das es wahrscheinlich geht. Thank you.